Studentenaustauschprogramme. Mit den Studentenaustauschprogrammen können Studierende ein bzw. mehrere Semester im Ausland studieren oder ein Praktikum absolvieren. Junge Menschen sammeln dadurch Erfahrungen und neues Wissen. Viele Studenten sind jetzt verärgert und verunsichert, weil sie denken, dass solche Programme aufgrund des Coronavirus nicht mehr funktionieren. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wir haben die aktuellen Studentenaustauschprogramme zwischen Russland und Deutschland überprüft. Trotz des Coronavirus haben verschiedene Universitäten in Deutschland bereits Programme für ausländische Studierende geöffnet. Aber bisher ist die Einreise nach Deutschland für Russen verboten. Wenn sich die Situation mit dem Virus stabilisiert, können Studenten im Frühjahr 2021 auf die deutschen Hochschulen gehen. DAAD. DAAD ist eine der größten deutschen Austauschorganisationen für Studierende und Wissenschaftler. Jetzt stehen nur 3 Studentenaustauschprogramme zur Verfügung: Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland, Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden nach Deutschland und BAD für angehende Deutschlehrerinnen und Lehrer. Das letzte erwähnte Programm ist nicht jedermanns Sache, aber die anderen 2 sind für fast alle Studierenden gut geeignet. BAD-Programm für Sprachassistenten. Im Rahmen des BAD-Programms kann man als Sprachassistent an den deutschen Gymnasien Erfahrungen sammeln. Sie erteilen keinen eigenständigen Unterricht, sondern assistieren den deutschen Fremdsprachenlehrern 12 Stunden wöchentlich im Unterricht ihrer Muttersprache. Auf der DAAD-Webseite wird Folgendes zum Programm gesagt. Im Rahmen der Austauschprogramme nehmen die Kultusministerien und Senatsverwaltungen der Länder in der Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr an ihren Schulen Fremdsprachenassistentinnen und Assistenten auf. Bewerben können sich angehende Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer im 4., 5. oder 6. Studienjahr. Das Gesundheitszeugnis wird nicht mehr verlangt. Die Bewerbung für das FSA-Programm läuft über die Generalkonsulate der Bundesrepublik Deutschland. Hochschulsommerkurse für ausländische Studierende in Deutschland. Internationale Studierende können Hochschulsommerkurse des DAAD besuchen. Der Stipendienbetrag beträgt 1.061 Euro. Zusätzlich wird eine Reiseentschädigung gezahlt. Mit diesem Stipendium kann man sich im Sommer in die Sprachkurse in Deutschland einschreiben. So können Sie Ihre Deutschkenntnisse deutlich verbessern. Das Programm dauert 3-4 Wochen und richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen mit guten Kenntnissen der deutschen Sprache. Man darf ab dem 2. Studienjahr des Bachelorstudiums und im 1. Jahr des Masterstudiums an dem Programm teilnehmen. Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer an den Hochschulen unter 32 Jahren dürfen sich ebenfalls bewerben. Um sich für dieses Stipendium zu qualifizieren, muss man mehrere Voraussetzungen erfüllen. Man muss an einer russischen Universität studieren oder unterrichten und sollte über einen Deutschnachweis auf mindestens B1-Niveau verfügen. Es gibt Ausnahmen. Wenn man an einer regionalen Universität für Technik oder Naturwissenschaften studiert, genügt ein Zertifikat mit A2-Niveau. Am Wettbewerb werden nur folgende Zertifikate akzeptiert: ONSET, Test DAF, Zertifikate des Goethe-Instituts, DSD2, DSH, Telgdeutsch, ÖSD-Zertifikat. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus darf in diesem Jahr das Sprachniveau auch von einem Hochschullehrer bestätigt werden. Das Formular hierfür findet man auf der Webseite des Programms. Es sollte ein Anschreiben verfasst, der Lebenslauf in tabellarischer Form sowie eine Leistungsübersicht beigelegt werden. Alle Unterlagen muss man im DAAD-Portal hochladen. Studienreisen für Gruppen von ausländischen Studierenden in Deutschland. Der DAAD finanziert die Studentenreise und das Stipendium beträgt 50 Euro pro Tag für jedes Gruppenmitglied.
Die Reisekosten müssen die Stipendiaten allerdings selbst tragen. Die Studierenden machen zusammen mit ihrem Hochschullehrer eine Studienreise nach Deutschland. Das Programm dient dazu, Kontakte zwischen deutschen und russischen Universitäten zu fördern. Die Studierenden treffen sich mit den deutschen Wissenschaftlern, lernen das wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben in Deutschland kennen. Das Programm dauert 7 bis 12 Tage. Es eignet sich für Studenten aller Fachrichtungen im 2., 3., 4., 5. und 6. Studienjahr unter Betreuung ihrer Lehrkraft. Der Lehrer bzw. die Lehrerin reicht die Bewerbung auf der DAAD-Webseite ein. Man muss das elektronische Antragsformular auf dem DAAD-Portal ausfüllen. Außerdem muss die Lehrkraft den Finanzplan, die Teilnehmerliste und weitere notwendige Informationen angeben. Sie muss ein detailliertes Aufenthaltsprogramm in Deutschland erstellen, wie zum Beispiel Besuche an mindestens 2 deutschen Universitäten planen und Treffen mit deutschen Studierenden organisieren. Diese Informationen müssen dem DAAD zur Verfügung gestellt werden. Man sollte auch begründen, warum diese bestimmte Gruppe ein Stipendium erhalten sollte. Die Unterlagen müssen nicht nur auf der Webseite hochgeladen, sondern auch per Post an das DAAD-Büro gesendet werden. Erasmus Plus. Viele Menschen kennen das Erasmus-Programm der Europäischen Union. Ein ähnliches Programm, Erasmus Plus, läuft in Russland. Studierende aus Belarus und der Ukraine können ebenfalls an dem Wettbewerb teilnehmen. Erasmus Plus hilft den Studierenden außerhalb der Europäischen Union an Universitäten der EU zu studieren. Bachelor- und Magisterstudenten und Postgraduierte dürfen an dem Programm teilnehmen. Zunächst müssen sie sich an die Auslandsabteilung ihrer Universität wenden und sich nach den Studienmöglichkeiten an europäischen Universitäten im Rahmen des Programms Erasmus Plus erkundigen. Um einen Antrag erfolgreich einzureichen, müssen Sie mehreren Voraussetzungen entsprechen. Sie müssen gute Noten nachweisen. Gut bedeutet überdurchschnittlich. Sie müssen eine Prüfung in der Sprache bestehen, die Sie in einem anderen Land studieren möchten. Und Aktivität und Eigeninitiative sind ebenfalls wichtig. Die Teilnahme an Freiwilligen- oder Universitätsprojekten wären eine gute Ergänzung. Die letzte Phase ist das Interview. Ihre Universität muss eine Vereinbarung mit Erasmus Plus haben. Das heißt, Ihre Universität muss in der Erasmus Plus Charta enthalten sein. In diesem Fall erhalten Sie nach Ihrem Austausch an Ihrer Universität in Russland Noten für alle Fächer, die Sie an einer europäischen Universität studiert haben. Eine weitere Möglichkeit für den Austausch besteht auch, wenn Ihre Universität ein bilaterales Abkommen mit der Europäischen Universität abschließt. In diesem Fall ist es jedoch oft so, dass alle Fächer sowohl an einer europäischen Universität als auch später in Russland abgelegt werden müssen. Im Rahmen des Erasmus Plus dürfen Sie 3 europäische Universitäten auswählen und diese in der Reihenfolge der Priorität in der Bewerbung aufzählen. In der Regel nimmt jede Universität jedes Semester mehrere internationale Studenten auf. Wenn das Erasmus Plus Büro in Russland Ihnen eine positive Antwort gegeben hat, müssen Sie Ihre Anfrage selbst an die Gastuniversität senden. Sie müssen sich bei der jeweiligen Universität anmelden und erhalten dann eine Bestätigung. Die Bestätigung muss auch von Ihrer Universität, Ihrem Universitätsdekan bzw. Dekanin und dem Programmkoordinator von Erasmus Plus unterschrieben werden. Sie können 3 Monate oder 1 Jahr lang im Ausland studieren. Meistens jedoch reisen die Studierenden für 1 Semester ins Ausland. Medizinstudenten können 2 Jahre an einer europäischen Universität studieren. Die Europäische Union bezahlt ihre Reise und ihr Stipendium besteht aus 2 Teilen. Der erste Teil ist eine angemessene Entschädigung der Reisekosten.
Der zweite Teil ist das Stipendium selbst, das Geld für die Unterkunft und die Verpflegung. Dieser Betrag hängt von dem Land und von den Lebenshaltungskosten ab. Der maximale Stipendienbetrag pro Monat beträgt 900 Euro. In Deutschland wird in der Regel ein Stipendium in Höhe von rund 850 Euro ausgezahlt. Voraussetzung für die Überweisung Ihres Stipendiums ist die Eröffnung eines eigenen Bankkontos. Meist ist ein Stipendium eine einmalige Zahlung. Das heißt, Sie erhalten nicht jeden Monat Geld. Die Liste der europäischen Universitäten finden Sie unter diesem Link. Seit 2018 können Studierende ein Praktikum in den EU-Ländern machen. Das Praktikum kann 2 bis 12 Monate dauern. Voraussetzung ist die Kombination aus Studieren und Arbeiten während des Praktikums. Folgen Sie diesem Link, um eine Praktikumsstelle für sich zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Russian Erasmus Plus. Deutschkurse am Humboldt-Institut. Das Humboldt-Institut ist eine renommierte Sprachschule in Deutschland. Sie bietet Deutsch-Intensivkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Man kann einzeln oder in Gruppen studieren. Das Programm umfasst 30 Unterrichtseinheiten pro Woche. Am Ende stellt das Institut ein Zertifikat aus. Das Programm kostet 920 Euro pro Woche mit Unterkunft und 350 Euro pro Woche, wenn der Student ein Programm ohne Unterkunft wählt. Nach den Kursen müssen die Studenten eine Prüfung bestehen, um sicherzustellen, dass ein Lernfortschritt erfolgt ist. Die internationale Prüfung muss zusätzlich in Höhe von 120 bis 195 Euro bezahlt werden. Um sich für den Kurs anzumelden, müssen Sie einen Antrag auf der Webseite ausfüllen. Die Humboldt-Universität zu Berlin kooperiert mit vielen Universitäten der Welt, einschließlich den russischen Universitäten. Das Programm ist kostenlos, die Universität zahlt die Studiengebühren. Die Unterkunft und andere Kosten übernimmt der Studierende selbst. Die Universität bietet als Unterkunftsmöglichkeit ein Zimmer im Wohnheim für 550 Euro im Monat an und in der Regel dauert der Austausch ein Semester. Wenn Sie den Austausch machen möchten, müssen Sie sich erkundigen, ob Ihre Universität mit der Humboldt-Universität kooperiert. Ihre Universität sollte Sie über die weiteren Schritte informieren. Zum Beispiel wird an der Moskauer Staatlichen Lomonossow-Universität gefordert, ein wissenschaftliches Projekt, einen Lebenslauf, ein Empfehlungsschreiben der Lehrkraft und eine Kopie des Leistungsnachweises darzulegen. Sie müssen dann einen Antrag auf der Humboldt-Webseite ausfüllen und Ihr Ergebnis für den Sprachtest einreichen. Dafür müssen Sie den Test DAF bestehen oder einen äquivalenten Nachweis per E-Mail schicken. Internationales Parlamentsstipendium. Das IPS-Programm dauert insgesamt 5 Monate und setzt sich aus Veranstaltungen, Seminaren und einem Praktikum bei einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages zusammen. Zu Beginn des Programms erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den drei Berliner Universitäten eine Einführung in das örtliche akademische Leben und von der Bundestagsverwaltung einen Einblick in die parlamentarische Arbeit. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind im Sommersemester als Studierende an der Humboldt-Universität zu Berlin und auf Wunsch auch als Nebenchirurg an einer der anderen Universitäten eingeschrieben. Sie können während des Sommersemesters bis zu 2 Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer der anderen Berliner Hochschulen besuchen. Das Stipendium beinhaltet eine monatliche Zuwendung von 500 Euro, freie Unterkunft sowie eine Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Außerdem werden die Kosten der An- und Abreise nach und von Berlin übernommen. Das internationale Parlamentsstipendium wird vom Deutschen Bundestag finanziert. Das Bewerbungsverfahren für das Jahr 2021 ist für Russland aufgrund von Corona leider ausgesetzt. Das Programm richtet sich an Personen unter 30 Jahren.
Für die Bewerbung ist ein Bildungsabschluss erforderlich. Das Sprachniveau sollte nicht niedriger als auf B2-Niveau sein und durch Zertifikate, das DAV, COP, DSH oder durch den IPS-Sprachnachweis bestätigt sein. Darüber hinaus ist es notwendig, einen Antrag auszufüllen, einen Anschreiben, ein Empfehlungsschreiben der Lehrkraft und eine Kopie des Reisepasses beizulegen.